Aussprache in diesem Thema ist hiermit beendet. Am Donnerstag wird darüber abgestimmt. Und jetzt kommen wir zu unserem nächsten Punkt auf der Tagesordnung. Erklärung der Kommission, die vom gewaltbereiten Rechtsextremismus ausgehende Gefahr, ist das Thema in Anbetracht der jüngsten Ereignisse in Halle in Deutschland. Bevor wir in die Aussprache einsteigen, möchte ich darauf hinweisen, dass Sie im Falle des Catch-the-Eye-Verfahrens und auch beim Verfahren nach der blauen Karte mit Ihrer Abstimmungsanlage sich zu Wort melden können. Herzlichen Dank. Und als erstes erhält Herr King das Wort seitens der Europäischen Kommission. Bitte sehr. Frau Präsidentin, sehr verehrte Abgeordnete, dies ist eine wichtige und sehr aktuelle Aussprache, die wir heute Abend führen werden. Die tragischen Ereignisse vor kurzem in Halle in Deutschland haben wiederum betont, diese reelle und zunehmende Gewalt seitens Rechtsextremisten, in diesem spezifischen Fall Antisemitismus, eine Gefahr, die leider schon aufgefallen und betont wurde, nachdem Anfang des Jahres unschuldige Menschen in Christchurch ermordet, getötet worden. Und bei diesen Anschlägen haben wir alle der Familien der Opfer gedacht. Es ist wichtig, dass wir voll diese Gefahr erkennen und zusammenarbeiten auf EU-Ebene, wie auch in jedem einzelnen unserer Mitgliedstaaten, um unsere Anstrengungen zu steigern, um sich dieser besonderen Herausforderung auch stellen zu können. Eines muss klar sein, gewalttätiger Extremismus ist gewalttätiger Extremismus. Egal, welche Hassideologie dies ernährt. Es hat keinen Platz in unseren Gesellschaften. Weder Dschihadismus, noch Rechtsextremismus, noch linksextremistische Gewalt. Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, extremer Nationalismus sind eindeutig antidemokratisch und uneuropäisch. Joe Cox, ein Abgeordneter im Vereinigten Königreich, wurde nicht durch einen britischen Patrioten ermordet, sondern ein rechtsextremistischer Gewalttäter. Und es sind nicht diejenigen, die ihren Hass als Ausrede verwenden, um kaltblütig Menschen zu morden. Die Kommission begrüßt die Initiative, die die Präsidentschaft ergriffen hat, mit Fokus auf diesem Bereich. Es gab eine Diskussion im Justiz- und Innenrat am 8. Oktober. Diese Diskussion hat es widergespiegelt und hat Vorschläge der Präsidentschaft unterstützt. Nun, die Präsidentschaft, die Mitgliedstaaten und natürlich mit dem Parlament wollen wir auf jede mögliche Art und Weise zusammenarbeiten. Unsere Arbeit, Extremismus und Gewalttaten auf EU-Ebene zu bekämpfen, das betrifft alle Formen des Extremismus. Aber in letzter Zeit hat man sich vor allem auf Dschihadi-Terrorismus konzentriert. Das sollte auch weiterhin eine Priorität bleiben angesichts des Charakters dieser Bedrohung. Aber die Kommission konzentriert sich immer mehr auch auf gewalttätigen rechtsextremen Extremismus, vor allem durch den Radikalisierungsbekämpfungsnetz. Da arbeiten wir zusammen mit Lehrern, mit Pädagogen, mit Gefängniswächtern, alle, die an diesen Arbeiten teilnehmen können. Und darauf aufbauend haben wir erkannt, wo wir noch weitergehen müssen. Erstens sind wir mit all jenen dahingehend einverstanden, die gesagt haben, wir müssen mehr tun, um gewalttätigen rechtsextremistischen Inhalt online zu bekämpfen. Vor 3 Jahren haben wir mit den Plattformen einen EU-Verhaltenskodex zur Bekämpfung der
Hassreden online zu bekämpfen. Als dieser Kodex 2016 unterzeichnet wurde, wurden 72% konnten wir jetzt diese Inhalte beseitigen. Es war zwar ein sehr nützliches Instrument, aber die Bekämpfung von Hassreden online ist lange nicht vorbei. Es gibt leider keine Zeichen dafür, dass das Erstellen und der Umlauf eines derartigen Inhalts zurückgegangen ist. Leider gibt es dafür keine Zeichen. Die Kommission und die Plattformen der sozialen Medien werden ihre Zusammenarbeit im EU-Internetforum weiter entwickeln. Vor einigen Wochen hat das Forum sich getroffen und die Bekämpfung des rechtsextremen Gewalt war im Mittelpunkt der Diskussionen. Dieses Forum hat konkrete Ergebnisse erzielt. Die schnelle Reaktion jener Unternehmen auf Halle-Angriffe hat das gezeigt. Man hat fast 200 verschiedene Varianten dieses Video abgesetzt und auch der Ton, der verwendet wurde, um diese Attacke zu glorifizieren, konnte innerhalb von wenigen Stunden vom Netz genommen werden. Ich begrüße deswegen die Zusammenarbeit der Unternehmen in diesem Forum. Darüber hinaus ist es wichtig, dass das Internetreferat von Europol auch eingesetzt wird, um rechtsextremen Inhalte zu beseitigen. Ich weiß, dass das Parlament das unterstützen wird. Europol arbeitet mit 350 verschiedenen sozialen Medienplattformen, aber es gibt trotzdem noch Plattformen bis heute, die sich weigern, an unseren Anstrengungen mitzuwirken, um rechtswidrigen terroristischen Inhalt zu löschen, auch rechtsextremen Inhalt online. Das ist für mich einer der Gründe, warum es entscheidend ist, dass wir gemeinsam als Mitgesetzgeber wir schnell vorankommen müssen, in den Verhandlungen eine Verordnung vorzuschlagen zur Bekämpfung des terroristischen Inhalts online. Es ist notwendig, das zu machen. Wir müssen dieses Gift beseitigen und online etwas unternehmen. Wir sollten klare, wirksame Maßnahmen ergreifen, damit sich derartigen Inhalt nicht im Netz verbreiten kann, auch rechtsextremistische Attacken. Aber gleichzeitig müssen wir die Meinungsfreiheit, Demokratie und die Grundrechte bewahren. Zweitens, die Kommission ist bereit, mit Mitteln die Mitgliedstaaten zu unterstützen, in ihren Anstrengungen, sich dieser besonderen Herausforderung zu stellen. Die Gefahr durch rechtsextreme Gewalt war in den Diskussionen über die strategischen Ausrichtungen 2020 ein koordinierter EU-Ansatz zur Verhinderung von Radikalisierung. Unter anderem muss man dabei den lokalen, nationalen Regierungen helfen, Aktionspläne zu entwickeln, um rechten, gewalttätigen Extremismus durch Deradikalisierungsprogramme ebenfalls zu bekämpfen. Die Kommission wird weiterhin die lokalen Gebietskörperschaften und Städte unterstützen, in ihren Anstrengungen Radikalisierung zu bekämpfen. Es gab die Bürgerradikalisierung Konferenz, die wir gemeinsam mit dem Ausschuss der Region Anfang des Jahres organisiert hatten. Und die Kommission unterstützt eine Pilotgruppe von interessierten Städten, um ein Netz aufzubauen zur Bekämpfung der Radikalisierung in unseren Gesellschaften. Drittens, und das wurde auch von den Mitgliedstaaten im Rat betont, es ist wichtig, unsere Nachbarn zu unterstützen, in ihren Anstrengungen gewalttätigen Extremismus zu bekämpfen. Vor allem unsere Partner in der Westbalkanregion. Unser gemeinsames Aktionsprogramm zur Bekämpfung der Radikalisierung in den Balkanstaaten, das betrifft alle Formen des Radikalismus und gewalttätigen Extremismus. Um diesen Aktionsplan umzusetzen, hat die Kommission mit jedem Balkanstaat maßgeschneiderte Pläne erarbeitet, um alle Formen des gewalttätigen Extremismus zu bekämpfen. Wir werden unsere Arbeit in all diesen Bereichen fortsetzen. Eine enge Zusammenarbeit mit unseren Partnern, natürlich auch mit unseren Partnern hier in diesem Hohen Haus. Vielen Dank. Dankeschön. Jetzt bekommt das Wort Frau Ed Stadler seitens der Europäischen Volkspartei. Herr Kommissar, während österreichischer Ratspräsidentschaft ist es gelungen, eine Ratserklärung zur Bekämpfung des Antisemitismus zu verabschieden, in der sich alle Mitgliedstaaten dazu verpflichtet haben, ein Sicherheitskonzept der jüdischen Einrichtungen
und Gemeinden in ganz Europa zu entwickeln. Wie dringend das geboten ist, zeigte schon damals eine im Dezember veröffentlichte Studie der Grundrechteagentur. An der Studie nahmen knapp 16.400 Jüdinnen und Juden aus 12 Mitgliedstaaten teil. Das sind rund 96% der jüdischen Bevölkerung in der Europäischen Union. Fazit: Jüdinnen und Juden fühlen sich immer unsicherer in Europa. Nun, was ist seither passiert? Offenbar zu wenig, denn ansonsten wäre es nicht möglich gewesen, dass am wichtigsten Feiertag des Judentums, an Yom Kippur, eine Synagoge völlig unbewacht ist und sich ein schwer bewaffneter Attentäter vorkämpfen kann. 2 Menschen kamen ums Leben und nur durch ein Wunder wurde ein noch viel größeres Massaker verhindert. Das Ereignis mitten in Deutschland wird sich auf immer tief einbrennen in das kollektive Gedächtnis, nicht nur der jüdischen Gemeinden. Daher ist es jetzt höchst an der Zeit, die Mitgliedstaaten daran zu erinnern, dass es nicht reicht, Erklärungen zu verabschieden. Jetzt müssen endlich konkrete Taten folgen. Die in Österreich seit Jahrzehnten gelebte und gut funktionierende Zusammenarbeit mit der Polizei kann hier Vorbild und Best-Practice-Modell werden. Ein Drama wie in Halle darf sich nicht wiederholen. Gefordert sind die Regierungen aller Mitgliedstaaten. Vielen Dank. Danke. Jetzt bekommt das Wort Herr Köster seitens der SND. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Nazi-Terrorist hat in Halle einen Anschlag auf eine Synagoge verübt und 2 Menschen ermordet, die zufällig in der Nähe waren. Jüdinnen und Juden leben in wachsender Unsicherheit. Auch in meiner Betreuungsregion in Dortmund sind immer noch Menschen jüdischen Glaubens mit antisemitischen Klischees konfrontiert. Die dortige Zeitung berichtete über den Studierenden Dennis Kafkin, der Jude ist. So ist ein Gemeindemitglied im vergangenen Jahr in Dortmund angegriffen worden, nur weil er die Kippa trug. Der Studierende meidet zudem bestimmte Stadtteile. Den alltäglichen Antisemitismus erfuhr er zum Beispiel an seiner Universität. Er schrieb eine Buchführungsklausur. Ein Student sprach ihn an: Du schaffst das bestimmt, du bist ja Jude. Die Journalistin Hasel Rosenstrauch schrieb in der Zeitung Freitag vom Wochenende, sie überlege sich, ob es ratsam sei, einen Artikel unter ihrem Namen zu veröffentlichen, der sich mit der Frage befasst, wie viele Sympathisantinnen der rechtsextremistische Terrorist von Halle innerhalb des Verfassungsschutzes und der Polizei hat. Dass die Polizei in Halle am Tag des Yom Kippur keinen Schutz der Synagoge gewährleistete, ist ein Versagen, das strukturelle und systemische Ursachen hat. Der Terrorist ist kein Einzeltäter. Und die geistigen Brandstifter sitzen leider auch hier im Parlament, wie zum Beispiel von der AfD. Der Terroranschlag zeigt auch, dass es nicht nur um Jüdinnen und Juden geht, sondern dass es uns alle treffen kann. Angriffe auf Jüdinnen und Juden sind ein Anschlag auf die Demokratie, dem sich jeder entschlossen jetzt und heute entgegenstellen muss. Dankeschön. Jetzt bekommt das Wort Frau Bär von der Renew. Frau Präsidentin, Herr Kommissar, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Die Bilder von Halle und von anderen Attentaten in Europa machen fassungslos. Doch es ist nicht genug, die Opfer zu betrauen. Ich glaube, es muss uns auch fassungslos machen, dass der Antisemitismus seit Jahren Raum in Europa gewinnt. Unbemerkt, häufig unterschätzt, teilweise auch getarnt als friedlicher Protest, zum Beispiel der israelfeindlichen antisemitischen BDS-Bewegung. Jude, Yahudi als Schimpfwort und Ausgrenzung auf unseren Straßen, in Schulhöfen, krude Verschwörungstheorien zeigen, dass Antisemitismus im Alltag verbreitet ist. Jeder 2. EU-Bürger hält Antisemitismus laut Europabarometer in seinem Land für ein Problem. Ja, kein Schutz vor dieser Synagoge in Halle an Yom Kippur ist eine Frage. Aber warum sind Synagogen offenbar stärker als Moscheen und Kirchen gefährdet? Warum müssen wir dort Polizei stationieren? Welche Defizite lassen sich in unseren Gesellschaften feststellen, dass Antisemitismus überhaupt entsteht? Wie wachsen junge Menschen auf? Was wird in Schulen gelehrt? Sind wir wirklich geschichtsvergessen? Und das nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs?
Wie gehen Medien, wie gehen auch wir mit antisemitischen Stereotypen um? Wie reagieren wir auf antisemitische Vorfälle? Lässt es uns wirklich gleichgültig, dass jüdische Mitbürger sich nicht mehr sicher fühlen, dass jüdische Familien Europa verlassen? Das darf es nicht, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. An Schulen müssen Shoah und heutiges jüdisches Leben gleichermaßen thematisiert werden. Es braucht maßgeschneiderte Aufklärung, es braucht Prävention. Junge Menschen müssen lernen, mit digitaler Gewalt umzugehen, so früh wie möglich. Austausch mit jüdischen Institutionen, israelisch-europäischen Jugendwerke, aktive Städtepartnerschaften gehören alle in den Fokus. Nur die Erkenntnis, dass Antisemitismus uns alle bedroht, uns alle, ermöglicht uns, Europas Wertegemeinschaft zu schützen. Wir müssen daher gegen Antisemitismus tätig werden, gleich welchen Ursprungs, ob von rechts, von links oder aus pseudoreligiösen Gründen. Antisemitismus trifft uns alle, unsere Demokratie, gleich aus welcher Ideologie er abstammt. Deshalb müssen wir Wege zu einem besseren Miteinander aufzeigen. Wir müssen tatkräftig handeln, und zwar als Bürgerinnen und Bürger genauso wie als Europäisches Parlament. Vielen Dank. Dankeschön. Jetzt bekommt das Wort Abgeordneter Cavazzini von den Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen. In unseren Köpfen sind immer noch die schrecklichen Bilder der Bluttat von Halle. Ein rechtsextremer Attentäter hat zwei Menschen aus dem Leben gerissen, zwei Verletzte überlebten. Das Unfassbare ist passiert. Ein Mensch mordet aus Hass auf andere, auf Jüdinnen und Juden, auf Migrantinnen und Migranten. Und das in der Mitte von Europa. Wir müssen es ganz klar benennen. Dieser Anschlag war antisemitisch und rassistisch. Er richtete sich gegen unsere offene Gesellschaft und gegen unsere europäischen Werte. Und es ist offensichtlich, der Täter ist mit seinem Hass nicht alleine. Die Hetzjagden von Chemnitz, Reden vom großen Bevölkerungsaustausch, faschistische Zitate von Salvini, Le Pens Hasstiraden gegen Einwanderung, brennende Flüchtlingsheime, Juden, die verprügelt werden, wenn sie eine Kippa tragen, der Mord an Walter Lübcke und jetzt Halle. All das hängt doch zusammen. Seit Jahren arbeiten die rechten Kräfte vereint, auch hier in diesem Parlament, daran, Stimmung zu machen gegen Minderheiten. Und das ist der Nährboden für Hass. Das führt zu einem gesellschaftlichen Klima, in dem rechte Gewalttäter keine Angst mehr haben müssen. Auch hier im Parlament legen rechte Kräfte das Feuerzeug immer näher an den Benzinkanister. Sie sind der politische Arm des Rechtsterrorismus. Ich kann es nicht oft genug wiederholen. Wir müssen entschieden, viel entschiedener als bisher, gegen jede Form von Antisemitismus und Rassismus vorgehen. Mit Bildung, Aufklärung, aber auch strafrechtlicher Verfolgung. Und dann vielen Dank an die Kommission, dass jetzt hier auch ein neuer Schwerpunkt gesetzt werden soll, dass viel mehr Augenmerk jetzt auf Rechtsterrorismus gelegt werden soll als vorher. Das, was in Halle passiert ist, das ist eine höchst europäische Angelegenheit, denn Rechte vernetzen sich europaweit. Wir brauchen hier definitiv eine bessere europäische Zusammenarbeit unserer Ermittlungsbehörden und Geheimdienste, aber vor allem auch eine ganz andere Aufmerksamkeit in der Politik dafür, dass Rechtsterrorismus Europa und weltweit vernetzt ist. Und wir müssen alle demokratischen Kräfte stärken, sie sich überall in Europa gegen rechte Brandreden und Hetzen entgegenstellen, am Stammtisch, auf der Straße und im Parlament. Vielen Dank an alle, die tagtäglich unsere offene Gesellschaft und unsere europäischen Werte verteidigen. Dankeschön. Jetzt bekommt das Wort Abgeordneter Meunten als Idee-Abgeordneter. Es ist ein abscheuliches Verbrechen eines widerwärtigen Psychopathen. Der Verlust zweier Menschenleben ist zu beklagen. Und es wäre noch viel mehr geworden, wenn es ihm gelungen wäre, die Synagoge in Halle zu stürmen. Der Täter ist ein von antisemitischem Wahn zerfressener Mörder. Er steht für das Gegenteil dessen, wofür wir alle stehen. Es ist vollkommen unstrittig. Der Rechtsextremismus ist gefährlich und muss mit allen Mitteln des Rechtsstaates bekämpft werden. Überall und jederzeit. Wir sagen aber auch, der Staat darf keinerlei Form des Extremismus tolerieren. Keinen Rechten, keinen Linken, keinen Islamistischen, gar keinen Extremismus. Aber unsere Staaten versagen hier. Lippenbekenntnisse
und Betroffenheitsrituale reichen eben nicht aus. Der deutsche Staat hätte die verdammte Pflicht gehabt, alle Synagogen am Yom Kippur-Tag bewaffnet zu beschützen. Die jüdische Gemeinde in Halle hatte darum gebeten, mehrfach, vergebens. Das ist fundamentales Staatsversagen. Nur eine robuste Synagogentür verhinderte ein Massaker, wie wir es in Christchurch schmerzhaft erleben mussten. Kein Innenminister und keine Sicherheitskräfte. Wenn nun ausgerechnet jene, die hier versagt haben, meine Partei beschuldigen, so auch hier eben wieder passiert, so ist das Übelste vom eigenen Versagen ablenkende Hetze und sie ist an Schäbigkeit nicht zu überbieten. Und noch etwas muss laut und deutlich gesagt werden. Der gegen Juden und gegen Israel gerichtete Antisemitismus kommt heute ganz überwiegend von links. Er gehört seit jeher zur DNA der Linken. Sie, die Linken und Grünen, sind es, die sich nicht am anti-israelischen Abstimmverhalten Deutschlands bei der UN stören. Das stört Sie gar nicht. Sie sind es, die unseren Antrag auf ein Verbot der Hisbollah abgelehnt haben. Und Sie sind es, die an EU-Zahlungen ans UN-Palästinenser-Hilfswerk festhalten und so die Hamas, eine Terrororganisation, finanzieren. Und Sie erzählen uns etwas von Antisemitismus? Lassen Sie sich eines gesagt sein. Wenn wir eines Tages regieren, dann werden wir jüdischen Mitbürgern konsequenten Schutz geben. Schutz, den Sie ihnen nicht gewährt haben. Entgegen all Ihrer Lügen und Verdrehungen. Wir sind Freunde Israels. Wir sind Freunde jüdischen Lebens. Kapieren Sie das endlich. Hören Sie damit auf, die verlogene Nazi-Keule gegen uns zu schwingen. Das ist würdelos, das ist widerwärtig, das ist abscheulich. Dankeschön. Dankeschön. Entschuldigung, Herr Abgeordneter. Wenn die Abgeordneten der Fraktionen das Wort bekommen, haben sie keine Möglichkeit, eine Frage mit der blauen Karte zu stellen. Jetzt gebe ich das Wort Frau Buchada Villalba von der ECR. Gracias. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Die Delegation der Fraktion, der ich angehöre, waren immer die Ersten, die den Antisemitismus verurteilt haben. Aber im Unterschied zu anderen Fraktionen dieses Hauses sind wir gegen jede Art von Diskriminierung aufgrund von ethnischer Zugehörigkeit, Geschlecht oder Glauben und einschließlich derjenigen, die auch europäische Staatsangehörige diskriminieren. Wir glauben an die Würde des Menschen und nicht an Klassenkämpfe, in denen sich die Parteien des sozialdemokratischen Konsenses so gut gefallen. Wie wir befürchtet haben, hat die Linke einmal mehr versucht, eine Debatte über einen tragischen Zwischenfall in Deutschland umzuwandeln, über eine weitere Diskussion, wo Abweichler ausgewiesen werden. Wir verurteilen einen solchen Versuch, die Öffentlichkeit zu manipulieren und politische Optionen zu delegitimieren, die nichts mit den Fakten zu tun haben. Deswegen lautet der Titel der heutigen Debatte die Gefahr der Gewalt der extremen Rechten. Und es geht nicht um Extremismus insgesamt. Wenn Sie Extremismus bekämpfen wollen, dann gehen Sie doch in eine No-Go-Zone, wo islamisches Gesetz herrscht oder wo die Frauen nicht in aller Ruhe aus dem Haus gehen können. Wenn Sie Gewalt und Extremismus bekämpfen möchten, dann hören Sie den Antisemitismus Beauftragten der deutschen Regierung an, der den Juden geraten hat, auf der Straße keine Kippa zu tragen. In Ungarn, in Polen muss man die Leute gar nicht warnen. Wenn Sie Gewalt und Extremismus bekämpfen wollen, dann prangern Sie doch das an, was dieser Tage auf den Straßen meiner Stadt Barcelona passiert. Barcelona, das in ein Pulverfass verwandelt ist aufgrund der separatistischen Gewalt. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Als nächstes in der Aussprache Frau Kollegin Michels für die Fraktion der Vereinigten Linken, Nordische Grüne Linke. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, das große Problem in Deutschland ist, dass Auschwitz zur Messlatte für Judenhass gemacht wurde. Alles, was sozusagen weniger schlimm als Auschwitz ist, konnte jahrzehntelang sozusagen unten durchspazieren. Dieses während den Anfängen, das nie wieder, ist längst zur Phrase geworden. Das schrieb der Journalist Richard Schneider kürzlich in der Wochenzeitung Die Zeit. Und dieser Satz sollte europaweit gelten. Nach den Verbrechen von Halle stand einmal mehr die These eines verwirrten Einzeltäters im Raum. Und eben hat die EKA wiederum von einem tragischen Zwischenfall geredet.
Ich frage Sie, wie kann man nach den Anschlägen auf Synagogen in den 90er Jahren, nach Breivik, nach den Anschlägen in Paris und Brüssel, nach den NSU-Prozessen in Deutschland noch immer von verwirrten Einzeltätern fasen? Heute erst gab es wieder einen Brandanschlag auf eine Moschee in Dortmund. Wenn Politikerinnen und Politiker nach den Taten in Halle von plötzlichen Alarmzeichen reden, haben sie offenbar Jahrzehnte festgeschlafen. Denn Antisemitismus und Rassismus sind leider nie aus der Mitte der Gesellschaft verschwunden. In Wirklichkeit stehen wir einem jahrzehntewährenden Politikversagen gegenüber, in dem sogar Antifaschistinnen auch noch verunglimpft werden. Bestes Beispiel eben Herr Meuthen. Von der Bildung bis in die Politik ist die Blindheit auf dem rechten Auge unübersehbar. Nicht erst seit heute, sondern schon seit vorgestern. Rechtsextremismus und Antisemitismus hat viele Ursachen und er fängt bei der Verrohung der Sprache und dem respektlosen Umgang miteinander an. Und das erleben wir leider auch in diesem Hohen Haus seit Jahren, eben erst bei Herrn Meuthen. Gewalt in der Sprache wird zur Gewalt auf der Straße, Häme und Hetze und Hass zersetzen unsere Demokratien. Antisemitismus und Rassismus müssen wir umfassend, aufklärerisch und nachhaltig bekämpfen und, liebe Kommission, nicht nur im Netz. Da helfen keine einzelnen Maßnahmen, sondern nur mehr Geld in Bildung, Demokratie, Integrations- und Aussteigerprojekte zu stecken. Das sind wir nicht nur den Opfern von Halle schuldig. Vielen Dank, Frau Kollegin. Als nächstes in der Aussprache Herr Kollege Lagosch von den Fraktionslosen. Please use your mic. The translator cannot hear you. Thank you. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσω λέγοντας αρχικά ότι φυσικά είναι καταδικασμένο. Zunächst möchte ich sagen, was vor wenigen Tagen passiert ist, ist zu verurteilen. Ich habe nicht so viel Zeit heute. Wir dürfen aber nicht vergessen, wenn es eine religiöse Gruppe gibt, die gejagt worden ist in den letzten Jahren, dann ist es das Christentum. Ja, wir sprechen heute im Europäischen Parlament über all das. Vor einiger Zeit haben wir hingegen erst eine Diskussion gehalten und es gab eine Entschließung dazu, was mit den Christen passiert in Afrika. Wir dürfen nicht das vergessen. Fox News sagt nämlich, dass die Christen jene sind, die am meisten verfolgt werden. Und es gibt auch Nachrichten, die unumstritten sein sollten. 574 Angriffe gab es auf Christen und niemand hat diese auch nur erwähnt. Es gab 263 Angriffe auf christliche Kirchen in Frankreich. Niemand spricht über all diese Tatsachen. Wieso sprechen wir alle über Antisemitismus, aber nicht über das Antichristentum, denn all das geschieht schließlich und Sie sprechen darüber und wir sollten auch schauen, was vor sich geht. Es gibt Dinge, die verurteilt werden müssen, aber es gibt auch andere Dinge, die auf der anderen Seite passieren und wir dürfen diese nicht verschweigen. Was die extrem rechte Gewalt in meinem Land betrifft, Europol besagt, dass am 23. Juni 2018 also wir sind an erster Stelle, was der linke Terrorismus anbelangt. Wir dürfen das nicht vergessen. Vielen Dank. Kollege, als Nächste in der Aussprache von der EVP, Frau Kollegin Niebler. Bitte schön. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Kommissar, verehrte Kolleginnen, verehrte Kollegen. Danke zunächst für die Aussprache heute zum Extremismus und zum wachsenden Antisemitismus in Europa. Vor knapp zwei Wochen gab es diesen fürchterlichen, schrecklichen bewaffneten Angriff auf eine Synagoge in Halle, bei dem, wie Sie wissen, zwei Menschen ermordet wurden.
Dieses grausame Attentat zeigt erneut, dass wir alles tun müssen, um jüdisches Leben in Deutschland zu schützen. Und nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Mitgliedstaaten. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, denn Antisemitismus macht sich in vielen europäischen Staaten wieder breit. Grabsteine auf jüdischen Friedhöfen werden mit Hakenkreuzen beschmiert. Neonazis marschieren durch die ein oder andere Stadt, zeigen Hitlergrüße und skandieren antisemitische Parolen. Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was wir tagtäglich erleben. Wir hatten Anfang des Jahres Charlotte Knobloch bei uns anlässlich des internationalen Holocaust-Gedenktages im Plenum in Brüssel. Sie bestätigte, der Antisemitismus kehrt nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa zurück. Und die Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Jüdischen, fühlen sich nicht mehr sicher, denken über Auswanderung nach. Wir können nicht akzeptieren, dass Judenhass abermals schleichend in Europa zur Normalität wird. Wenn sich jüdische Mitbürger nicht mehr sicher fühlen, dann haben wir versagt. Wir müssen, glaube ich, eine neue europäische Initiative starten gegen Antisemitismus und Rechtsextremismus. Erstens ist das Internet kein rechtsfreier Raum. Wer dort gegen Minderheiten hetzt, der sollte auch die Konsequenzen tragen müssen. Zweitens müssen wir unsere Jugend, unsere jungen Leute aufklären. Und drittens, auch das möchte ich betonen, wir müssen die Parteien und ihre Vertreter benennen, die Hass und Ausgrenzung schüren und damit den geistigen Nährboden für Antisemitismus bereiten. Herr Meuthen ist leider schon gegangen. Er hat recht, Extremismus von rechts und links muss bekämpft werden. Aber wenn Vertreter seiner Partei das Holocaust-Denkmal in Berlin als Denkmal der Schande bezeichnen, dann wissen wir, was es geschlagen hat. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kollegin Niebler. Als nächstes die Kollegin Inzier, S&D. Frau Talmann. Frau Präsidentin. Etwas ist verdorben in Europa. Der Rechtsextremismus ist im Anstieg in vielen EU-Mitgliedstaaten. Zunehmende Gewalt und Terrorismus. Das ist die Folge der Normalisierung der rechtsextremen Parteien und ihrer Ansichten. Auch hier in diesem Hohen Haus haben wir Parteien mit düsteren Einstellungen. Und wie Frau Michels schon sagte, es ist auch verbale Gewalt, die genauso schlimm ist wie physische Gewalt. Die Terrorangriffe gegen Synagogen, das ist ein Angriff gegen unsere Demokratie. Gewalt und Terrorismus der Rechtsextremisten, das ist kein neues Phänomen in Europa. 1980, da haben wir gesehen, in Bologna, der Bahnhof, dann 2011 und Neuseeland 2019. Wir haben gesehen, Europa in Ruinen, als sie während des Zweiten Weltkrieges an die politische Macht kamen. In mehreren Mitgliedstaaten, auch in Großbritannien, haben die rechtsextremen Terroristen, die Polizei angegriffen haben. Das ist die Gefahr, die am stärksten wächst. Sogar Europol hat in ihrem Bericht festgestellt, dass die Gewalt der rechtsextremen Gruppen zum dritten Mal 3 Jahre nacheinander zugenommen hat. Gut, die rechtsextremen Gruppen sehen unterschiedlich, aber sie gehen in gleicher Weise vor. Religiöse und ethnische Minderheiten, Personen, die der Minderheit angehören, Frauen oder Menschen, die als ihre politische Gegner empfunden werden, sind ihre Zielscheibe. Europa muss gegen den zunehmenden Nationalismus und Rassismus vorgehen. Hass wird unterschiedlich definiert in den Mitgliedstaaten und das führt dazu, dass man mit unterschiedlichem Maß diese Straftaten beurteilt. Wir müssen gegen Hassstraftaten im Internet vorgehen, indem wir zum Beispiel auch mit den Inhaltslieferanten zusammenarbeiten. Hass, das ist keine Naturkraft. Das ist etwas, was wir beenden, bekämpfen können. Wir können ein besseres Europa aufbauen. Danke. Vielen Dank, Frau Kollegin. Es folgt eine Aussprache, Herr Kollege Körner, Renew. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wie jetzt in Halle werden in Europa seit Jahren Menschen willkürlich von Rassisten, Fanatikern und Rechtsextremisten ermordet. Und doch, die politischen Antworten darauf sind immer die gleichen.
Die einen, jetzt wie in Deutschland die CDU, wollen Computerspiele verbieten, die anderen wollen Grenzbalken wieder hochziehen und andere einfach noch mehr Daten sammeln und die Bürgerrechte einschränken. Das alles hätte den Anschlag in Halle nicht verhindert. Polizeipräsenz hätte den Anschlag tatsächlich verhindert. Und deswegen müssen unsere Mitgliedstaaten endlich die Ressourcen und das Personal zur Verfügung stellen und die Polizeizusammenarbeit auch verbessern. Aber jeder antisemitische Anschlag in Europa ist tatsächlich ein Staatsversagen. Und ich schäme mich, insbesondere als Deutscher, dass Juden sich in Deutschland und Europa wieder unsicher fühlen müssen. Aber was Herr Meuthen eben gesagt hat, dass der Anstieg dieses Antisemitismus vor allem auf den Zuzug auf Migration zurückgeht, es ist einfach faktisch falsch. Die Zahlen des Bundeskriminalamtes zeigen etwas anderes. Insgesamt sind die antisemitischen Straftaten angestiegen. Ja, auch die mit dem Hintergrund von Ausländern. Aber noch viel stärker sind die rechtsextremen Straftaten angestiegen. 2018 waren es 1600 rechtsextreme Straftaten und 154 mit ausländischem Hintergrund. Wer also nicht klar sagt, dass Antisemitismus vor allem auch rechts ist, der macht sich einen zu schlanken Fuß. Und gegen diesen Hass müssen wir uns entschlossen wenden, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Als Nächste in der Aussprache Frau Kollegin Kunke, Grüne. Tack, Frau Talman. Danke, Frau Präsidentin. Hass gegen Juden, das hat man überall, auch hier. Auch wenn die Wölfe so aussehen wollen wie Schafe. Die abscheulichen Attacken in Halle, dieser Angriff, das war wirklich Ausdruck des Antisemitismus. Das ist eine Schande, nicht nur für die EU, sondern für alle Mitgliedstaaten. Nun, gleichzeitig sind wir viele, die doch nicht verwundert sind darüber, dass man Menschen schützen muss, die ihr Recht ausüben, ihrem Glauben nachzugehen, ihr Leben so gestalten, wie sie wollen, in Freiheit zu leben. Ja, vor der Attacke in Halle hatte das schon verheerende Konsequenzen in der Vergangenheit. Wir müssen diesen gewalttätigen Extremismus beenden, stoppen. Wir müssen vor allem in präventive Maßnahmen investieren, die lange bevor das Schlimme passiert, greifen können. Deswegen fordern wir die Kommission auf, weiterhin die Mitgliedstaaten zu ermutigen, anzuregen, vorbeugend gegen die Radikalisierung vorzugehen und zusammenzuarbeiten. Danke. Herzlichen Dank. In der Aussprache folgt Herr Kollege Hakkarainen von der I&D. Arvoisa puhemies. Frau Vorsitzende. Jede gewaltsame, extreme Bewegung ist eine Sicherheitsgefahr. Wir verurteilen jetzt nur rechtsgerichtete Aktivitäten. Warum ist das so? Kann die EU nicht die Wahrheit angehen? Es gibt Statistiken, die zeigen, dass es auch extreme Linke da sind oder auch Islamisten, die größte Gefahr sind für Europa. Und die Juden sind wiederum die Opfer. Und sie wurden aus manchen Ländern auch vertrieben. Gewaltsame Islamisten sind ihre größte Gefahr. Und das ist so, weil es unkontrollierte Migration gibt. Die Juden verdienen all unsere Unterstützung. Wieso müssen wir sowas überhaupt im Plenum behandeln? Wir gehen hier einen gefährlichen Weg, einen eigenartigen Weg, wenn wir unsere Zeit dem widmen, dass wir nur einen Teil des Extremismus verurteilen. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Was in Halle passiert ist, zeigt klar den Umfang der Schande des Antisemitismus, die es nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich gibt. Heutzutage sagt man besser nicht, dass man Jude ist, weder in Paris noch in Berlin. Es ist nicht überall das Gleiche,
denn ich denke, die deutschen Kollegen müssten sich insbesondere mit der Situation in ihrem eigenen Land befassen. Man muss auch erinnern an die Morde, die heimlich begangen worden sind an den Widerständlern des Nazi-Regimes. Wir haben eine zunehmende Radikalisierung sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite. Die akademische Meinungs- und Forschungsfreiheit in Deutschland wird behindert. Das betrifft insbesondere unseren Kollegen Bernd Lucke. In Frankreich ist die Macht gegenüber den Gelbwesten-Demonstranten ausgenutzt worden. Die Menschen sind auf die Straße gegangen, haben demonstriert und das wurde dann brutal niedergeschlagen. Wir nehmen das alles wahr. Franz Timmermans beruhigt uns und da können wir uns ruhig kümmern um die sexuelle Erziehung in Polen. Eine Minute. Danke, Frau Präsidentin. Nun, die rechtsextreme Gewalt, das ist etwas, was zwar mit den schlimmsten Phantasmen in Europa verbunden ist, aber es gibt etwas, was genauso gefährlich ist, wie die Agenda der Rechtsextreme, ihre Vorschläge und ihre Kurs seitens der großen Parteien, der großen neoliberalen Koalition gekauft wird. In Katalonien, Frankreich oder im Mittelmeer, ja, das, was die Ausnahme war, das ist fast das Normale geworden, um Freiheiten und Rechte zu kürzen. Und damit wird die Rechtsextreme fast normalisiert. Und das ist ein Kurs, der die Demokratie gefährdet. Auf diesem Kontinent wurde die Demokratie vom Antifaschismus aus erkämpft und so gewonnen. Daran müssen wir denken. Es reicht nicht aus, Franco wieder aus dem Grab zu holen und woanders zu begraben. Nein, der Antifaschismus sollte wieder belebt werden, um die Rechtsextremen und die Gewalt zu bekämpfen, egal wo sie sich und wie sie sich verstecken. Deswegen darf nie wieder gesagt werden, es wird nicht passieren. Es folgt in der Aussprache Frau Kollegin Fox, eine Minute. Ja, dieser Angriff in Halle war schockierend schlimm. Es ist wirklich schlimm, dass so viele jüdische Institutionen, die dieses Fest feiern, Polizeischutz brauchen. Ich habe Bedenken, wie wir reagieren. Wir sollten nicht das zu vereinfachend angehen. Was man sagt zu Antisemitismus, ist auf die Rechte beschränkt. Und es gibt auch, der Antisemitismus ist auch in den linken Organisationen ein Faktum. Und also man geht nicht einfach nur links gegen rechts. Und man muss ja einfach nur ehrlich sein und nicht den Finger zeigen. Ich glaube, es ist sehr eine Versuchung, wenn wir sagen, dass es solche extreme Gewalt gibt, dass es einfach nur festgenagelt wird. Aber die deutschen Behörden und die Nationalstaaten sollten keine Verbote fordern oder ja irgendetwas unter Hassrede festnageln tut die EU, aber das ist nicht die Freiheit. Ich habe meinen Kollegen im Parlament bereits gesagt, man muss vorsichtig sein, wenn man Hassreden so behandelt. Denn die wirkliche Hassrede, die Hassredner sind jene Extremisten und Mörder und manche werden aber hingegen so bezeichnet und sie sind jene, die gerade für die Freiheit kämpfen und gegen Antisemitismus und gegen jede Art der Diskriminierung sind. Folgt in der Aussprache Herr Kollege Sachsen-Lerchos für die EVP. Vielen Dank für diese Debatte, die zum richtigen Zeitpunkt stattfindet und die es uns erlaubt, nicht nur diejenigen anzusehen, die die Verbrechen verübt haben, sondern auch die Opfer. Wenn wir die Opfer anschauen, dann sehen wir erneut, dass wir es mit Antisemitismus und mit Judenhass zu tun haben. Das sind die Ursachen für diesen kriminellen Impuls. Die extreme Rechte, ja, aber Antisemitismus basiert auch im Dschihadismus, im Islamismus. Sie alle machen den Antisemitismus zu ihrer gemeinsamen Sache. Und außerdem gibt es leugnerische Rhetorik, die im Allgemeinen akzeptiert ist und es gibt auch diejenigen, die den Holocaust banalisieren oder negieren und auch sie öffnen Tür und Tor für größere Gewalt. Das Schweigen war immer der effizienteste und perverseste Verbündete des Antisemitismus, dieses berühmte, wir wussten nichts, wir hörten nichts, wir sahen nichts. Nun,
Jetzt wissen wir es, wir hören es und wir sehen, dass der Antisemitismus große Fortschritte gemacht hat und er muss bekämpft werden. Denn wir wissen, dass wenn in Europa Antisemitismus um sich greift, das eine Ankündigung für eine Tragödie ist. Zurzeit ist jetzt die Rede von einer schweigenden Auswanderung der Juden aus Europa. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte jetzt darauf hinweisen, dass in Spanien dank einer Initiative der Volkspartei während der letzten 4 Jahre mehr als 31.000 sephardische Juden die spanische Staatsangehörigkeit erhalten haben. Dies sind Nachfahren der Sepharden, die 1492 vertrieben worden sind. Dies ist ein Akt der Anerkennung als Spanier und als Europäer. Vielen Dank, Herr Kollege. Es folgt eine Aussprache. Herr Kollege Biedron. Szanowna Pani Przewodnicząca, padło dzisiaj podczas tej debaty. Danke, Frau Präsidentin. Im Laufe dieser Diskussion haben wir immer wieder wichtige Begriffe gehört. Auschwitz zum Beispiel. Dieses Konzentrationslager in meinem Land gebaut. Ja, als es gebaut wurde, war das nicht der Hass, der gerade anfing, sondern schon vorher. Wenn jemand so bezeichnet wird, als sei er eine Verunreinigung, oder wenn ein Brand in einer Moschee oder in einer Synagoge gesetzt wird, oder wenn wir in einem Asylantenheim Brand anlegen. Also wir haben Parteien, deren Vorsitzende dazu anstacheln, die durch Pathogene, durch Keime unsere Gesellschaften verunreinigen. Wir haben hier Vertreter von Parteien, die das verursacht haben, was man als LGBT-freie Bereiche bezeichnet. Wir haben mit der Witwe von Adamowitsch gesprochen. Er wurde ermordet, weil jemand gegen seine Überzeugungen war. Als Herr Adamowitsch forderte, dass die Tötung von gewissen Personen gestoppt werden muss, die Migranten geholfen hatten, hat keiner reagiert. Und man darf nicht vergessen, ich komme aus einem Land, die Wiege der Solidarität. Ich fordere zu dieser Solidarität auf. Wir sollten den Hass nicht normalisieren. Stattdessen sollte man diesen Hass beim richtigen Namen nennen. Denn wir müssen die Dinge beim Namen nennen, bevor ein neues Auschwitz entsteht. Eine Minute. Merci, Madame la Présidente. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vor 2 Wochen hat in Halle ein Mann das Feuer eröffnet, ein antisemitischer Täter in Halle am Tage des Yom Kippur. Er hat seine Akte dann direkt 30 Minuten lang auf Internet verbreitet. Mehrere Tausende von Menschen haben diese Bilder gesehen und weitergeteilt. Das erinnerte an das Attentat von Christchurch gegen Muslime. Hier ist rasches, effizientes Handeln gefragt. Wir brauchen einen starken europäischen Rahmen. Wir brauchen eine Einigung über die Entfernung extremistischer Inhalte aus dem Internet. Wir brauchen eine Umsetzung des Verhaltenskodex. Und reicht allerdings nicht aus. Die Entfernung der Inhalte muss beschleunigt werden. Alle Plattformen, alle Online-Foren müssen berührt werden. So kann das Internet nicht mehr dazu dienen, extremistische Taten zu banalisieren. Man muss auch feststellen, dass wir unserer Geschichte nicht kundig sind. Jeder 10. Europäer weiß nicht zum Holocaust. Bekämpfen wir also das Übel an der Wurzel, an den Schulen, den Universitäten, sodass die Internetnutzer freier und auch verantwortungsbewusster werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Es folgt in der Aussprache Herr Kollege Lagodinsky für die Grünen. Seit Tagen reden Menschen über den Vorfall von Halle. Seit Tagen reden Menschen gegeneinander,
aneinander vorbei. Die Rechten tun so, als hätten sie mit dem Vorfall nichts zu tun, als wäre nichts dabei, den Holocaust als Vogelschiss der Geschichte zu bezeichnen, als wäre nichts dabei, eine 380-Grad-Wende bei der Erinnerungspolitik zu fordern. Auch heute reden sie so, als hätten sie nichts damit zu tun. Ich selber, Mitglied der jüdischen Gemeinde, ich selber als Deutscher, als Europäer, ich habe mich geschämt, als ich über diesen Vorfall gehört habe. Und trotzdem stehe ich dazu, dass dieser Vorfall aus rechten Gründen zustande gekommen ist. Das gilt doch anzuerkennen. Aber auch links der Mitte gibt es einiges zu tun. Auch wir machen es uns natürlich zu einfach, wenn wir nur auf die Rechten schauen. Viele solche Debatten drehen sich im Kreise. Die endlosen Debatten, die wir jetzt haben, ob Alleintäter oder nicht, ob GEMA-Szene oder nicht, ob AfD verbieten oder nicht, alles vergeblich, wenn wir nicht die richtigen Verantwortlichen ausfinden. Verantwortlich sind wir selbst. Nicht alle schuldig, aber alle verantwortlich. Wir verharren in Ritualen, statt Tacheles zu reden, auch über unser eigenes Verhalten und über das Verhalten unserer Familien und Kolleginnen und Kollegen. Und ja, wir können auch einfache Sachen einfach hier tun. Wir können die NGOs absichern, die gegen Rechts- und Links-Antisemitismus kämpfen. Wir können die Rahmenbedingungen für Mindestsicherheitsstandards für jüdische Einrichtungen europaweit stärken. Wir können den Rahmenbeschluss über Rassismus auch präzisieren, und zwar dahingehend, dass Hasskriminalität endlich in allen Mitgliedstaaten strafrechtlich verfolgt wird. Und wir können, gerade die neue Präsidentin der Kommission kann auch eine ganz einfache Sache tun, um ein Zeichen zu setzen, dass Antisemitismusbekämpfung eine Chefsache ist. Sie kann die wunderbare Katharina von Schnurbein, die Koordinatorin für die Bekämpfung des Antisemitismus, bei sich als Kommissionspräsidentin in ihrem Stab ansiedeln. Das wäre ein richtiger Neustart für die neue Kommission. Herzlichen Dank. Es folgt in der Aussprache Herr Kollege Rivière, 1:30. Merci, Madame la Présidente. Danke, Frau Präsidentin, liebe Kollegen. Der Anschlag in der Synagoge von Halle zeigt, dass auf unserem Kontinent seit mehreren Jahren auch schon Antisemitismus im Anstieg ist. Es geht vor allem darum, auf die Ursachen des Antisemitismus hinzuweisen und diese auszumerzen, die Attacke von Halle. Das war ein narzisstischer Terrorist, aber diese Attentate sind seit 30 Jahren arabisch-musulmanischen Ursprungs. Der beratende Ausschuss der Menschenrechte sagt es schon seit Jahren. Die Alimi, Noll, Iber Gasher, diese erinnern an die tödliche Gewalt des radikalen Islams. Und Antizionismus durch mehrere islamische Länder verbreitet und immer wieder von den Linksextremen in Europa übernommen. Das ist wirklich die Vorkammer des Antisemitismus. Man muss vor allem dringlich gegen die Ursachen des Antisemitismus vorgehen. Alle salafistische Moscheen in Europa sollten geschlossen werden. Man muss auch diplomatische Maßnahmen, Schlussfolgerungen ziehen. Die ständige Verurteilung von Israel, immer gewalttätigere Bewegungen der Linksextremen. Kollege Rausen für die EKR. Vorsitzender, meneer de commissaris, als de laffe aan. Frau Vorsitzende, Herr Kommissar. Der Angriff auf die Synagoge in Halle am Yom Kippur-Tag macht eines klar, dass der Antisemitismus auch 2019 noch lebendig ist und vielleicht noch stärker. Die Zahlen solcher Zwischenfälle nehmen zu und es ist wirklich ein Monster. Viele Aspekte sind hier enthalten, sei es rechts oder links. Ich fordert daher die Europäische Kommission dazu auf, das zu bekämpfen, diesen Hass zu bekämpfen. Das soll eine Hauptpriorität werden. Stellen wir sicher, dass wir genug Mitarbeiter haben und genug Mittel, um die zentrale Koordination in Angriff zu nehmen. Die Mitgliedstaaten müssen wirklich auch härter durchgreifen beim Antisemitismus. Vielen Dank.
Sí, gracias. Dankeschön. Es gibt sicherlich eine große Liste von Opfern, zum Beispiel John Cox, Carlos Palomino, ständige Angriffe auf den Straßen. Eine Gruppe von Neonazis hat erst vor 4 Tagen einen Jugendlichen in Barcelona verprügelt. Die rechtsextremistische Gewalt ist nicht sporadisch, auch wenn viele sich bemühen, das hier so darzustellen. Es ist das Ergebnis einer Kette der Verantwortung, die beginnt mit einigen, die auf der gegenüber sitzenden Bank sitzen oder mit denjenigen, die mit ihnen einverstanden sind. Es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen Hassrede, wo zum Beispiel Gewalt gegen Frauen oder LGBT gerechtfertigt wird. Und das Traurige ist, dass anstatt zu ernsthaften Überlegungen zu führen, sehen wir, dass in diesem Parlament, in dieser Kommission nicht nur die Zahlen, sondern auch die Ideen des Exklusivismus angenommen werden. Daher zum Beispiel auch der missglückte Name des Portfolios Schutz der europäischen Lebensweise. Wir müssen das berücksichtigen, was ein alter antifaschistischer spanischer Kämpfer sagt hat. Mit Faschismus diskutiert man nicht, man bekämpft ihn. Ihr Wortbeitrag, Herr Kollege, your discussion in Ihr Beitrag hat eine blaue Karte ausgelöst. Möchten Sie die Frage des Kollegen akzeptieren? Sie haben eine blaue Karte benutzt. Wenn es keine blaue Karte ist, fahren wir in der Debatte fort. Ich erteile das Wort, Herr Kollege, als nächstes in der Aussprache Herrn Kollegen Formen. 1 Minute. Hello, it is a blue card. Where? You put a blue card? Okay, then go. She accepted already, so we. Sie hat sie akzeptiert. Vielen Dank. Ich denke, es ist wirklich sehr interessant, wenn ich solche Erklärungen höre, wie die Sie abgegeben haben. Als homosexueller schwarzer Mann wurde ich als Rassist bezeichnet von Menschen, die hier auf der anderen Seite des Hauses sitzen. Es ist wirklich heuchlerisch, dass Sie solche Dinge behaupten. Außerdem ist das polarisierend. Hier geht es nicht um Gemeinschaft. Hier geht es nicht um das, wovon Sie behaupten, dass es Europa ausmacht. Hier geht es um Rassismus. Hier geht es darum, Hass zu erzeugen. Und ich würde Ihnen raten, dass Sie doch einmal drüber nachdenken, was Sie sagen, bevor Sie diese Sprache benutzen. Denn die Gefahr ist, dass wenn Sie eine solche Sprache benutzen und die echten Nazis kommen, Sie gar nicht in der Lage sein werden, die überhaupt zu identifizieren. You have 30 seconds for the answer. Sie haben 30 Sekunden Zeit für die Antwort. Esto no tiene que ver. Das hat nichts mit individuellen Fragen zu tun, sondern mit politischen Positionierungen. Und was viele dieser Kollegen und Gruppen vorschlagen, hängt oft zusammen, dass systematisch Menschenrechte verletzt werden, dass viele Menschen in Gefahr gebracht werden. Das ist also nicht nur eine persönliche Frage, das ist nicht nur Ihre Frage. Es geht um konkretes Geistesgut, das zu politischem Handeln führt. Es geht jetzt nicht um Individuen. Meine persönlichen Umstände könnten mich auch dazu führen, andere Positionen zu halten. Aber hier geht es darum, eine bestimmte politische Position zu halten, und Ihre Organisation rechtfertigt ständig Menschenrechtsverletzungen. So. Noch einmal zur Erläuterung. Die Zwischenfragen sind 30 Sekunden für die Zwischenfrage, 30 Sekunden für die Antwort. Ich bitte doch, damit wir die auch annehmen können, sich wirklich an diesen zugegebenermaßen knappen Zeitrahmen zu halten. So, jetzt komme ich zu Ihrer Wortmeldung bezüglich der weiteren Debatte. Bitte schön. Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, wurde eben gesagt, also wenn die Übersetzer das auch richtig übersetzt haben, dass hier die Leute gegenüber sitzen, also wir unsere Hand dem Rechtsterrorismus geben. Das ist eine klare Beleidigung, und ich erwarte einen Ordnungsruf durch das Präsidium an die Abgeordnete. Also Herr Kollege, ich habe das so in der Debatte nicht wahrgenommen. Wir können das gerne anhand des Lassen Sie mich ausreden. Wenn Sie dran sind, haben Sie das Mikrofon. Ansonsten habe ich das Mikrofon. Wir werden das anhand des Protokolls überprüfen und anschließend thematisieren. Das heißt, bis dahin fahren wir in der Debatte fort. Wir kommen als nächstes zu Herrn Kollegen Van Dalen, 1:30 für die EVP. Vorsitzende. Ja, Herr Kollege Van Dalen, das war jetzt mein Fehler.
Ich hatte Herrn Kollegen Vormann schon ausgestrichen. Natürlich wollte ich Sie nicht überspringen. Entschuldigen Sie vielmals. Zunächst erst Kollege Vormann für die Fraktionslosen eine Minute. Entschuldigung. Ja, als ein Mörder auf eine Synagoge geschossen hat an Yom Kippur-Tag, das ist der heilige Tag, da war ich vor meiner eigenen Synagoge in London und habe bei der Sicherheit meiner Gemeinschaft geholfen, hatte eine Weste, eine Sicherweste an. Ja, wir müssen uns vor diesen Attacken immer noch schützen, zwei Generationen nach dem Holocaust, den mein eigener Vater überlebt hat. Antisemitismus ist ein Fleck in unserer Gesellschaft, aber auch ein Warnzeichen. Was ist aber die Ursache für dieses Aufkommen wieder? Rassismus, Extremismus nimmt zu, wenn Menschen enttäuscht sind vom Scheitern von Wirtschaft und Demokratie. Weshalb ich der Brexit-Partei beigetreten ist, nicht aufgrund der Souveränität, der Immigratie oder Bürokratie, sondern weil ich Angst habe von der gefährlichen Weg, den Europa geht. Das ist diese gefährliche Euro-Währung und es hat zu einem extremen Europa geführt, auf beiden Seiten, rechts und links, seit dem Zweiten Weltkrieg. Das ist vielleicht meine letzte Rede in diesem Haus. Seien Sie also gewarnt. Es gibt eine wirkliche Priorität für diese Institution, nämlich eine Erneuerung als Partnerschaft der unabhängigen, freien Nationen durch das Zelebrieren des Traums der Menschen, die wir vertreten, und nicht das Behindern desselben. Herrn Kollegen van Dalen für die EVP, eine Minute 30. Voorzitter, afgelopen zomer publiceerde het agentschap. Frau Präsidentin, die Grundrechteagentur hat einen Bericht veröffentlicht. Dieser Bericht zeigt, dass in den letzten 5 Jahren Antisemitismus in Europa sehr angestiegen ist. Fast 30% der Juden in Europa sind in den letzten 12 Monaten angegriffen worden, weil sie Juden sind. Und man sagt ihnen, sie sollten Europa verlassen. Und die Attacke in Halle bestätigt dies. Das sind sehr besorgniserregende Zahlen. Und wir hören immer wieder, demokratische Staaten aufgrund der Rechtsstaatlichkeit. Deswegen ist es wesentlich, dass die neue Kommission den Antisemitismus als Priorität behandelt. Die Mitgliedstaaten sollten aufgefordert werden, die Sicherheit der jüdischen Gemeinschaften zu garantieren und sie so gut wie möglich zu beschützen. In allen Bildungsprogrammen müssen wir uns auf Holocaust und auf die Geschichte Europas konzentrieren. Und dann schließlich, die neue Kommission muss wirklich den Antisemitismus als wesentliche Frage gestalten. Das heißt, die Koordinierung des Antisemitismus sollte direkt in ihren Zuständigkeitsbereich liegen. 30 für die S&D. Thank you. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Zunächst einmal möchte ich allen denjenigen, die von dem Anschlag in Halle betroffen sind, mein Beileid aussprechen, insbesondere den Familien der beiden Menschen, die getötet worden sind. Worte können ihr Leiden niemals heilen, aber ich weiß, das gesamte Europäische Parlament steht heute an ihrer Seite. Der jüngste Akt des Terrorismus in Halle ist ein weiterer vorsätzlicher gemeiner Akt gegen die jüdische Gemeinschaft. Antisemitismus und die rechtsextremistische Bedrohungen sind leider in Europa auf dem Vormarsch. Frankreich hat einen 74-prozentigen Anstieg gemeldet, Deutschland mehr als 60% und mehr als 10% im Vereinigten Königreich. Das ist die höchste Zahl im Vereinigten Königreich, seit man 1984 begonnen hat, diese Tendenzen aufzuzeichnen. Das Antiterrorismusprogramm hat gemeldet, dass es bei rechtsextremistischen Fällen 2018 mehr als 30% Anstieg gab. Ich vertrete mehr als 500.000 jüdische Mitbürger im Nordwesten Englands und ich weiß, wir können nicht selbstgefällig sein. Die beste Art und Weise, Antisemitismus zu bekämpfen, ist über einen interkulturellen Dialog, Erziehung und eine Nulltoleranzpolitik gegenüber antisemitistischen Handlungen. Es geht also auch um den Sprachgebrauch und ich bin sehr stolz auf unser Manchester Muslim Jewish Forum,
Aussöhnung zwischen den Völkern Europas, eine friedliche Entwicklung auf der Grundlage individueller und universeller Rechte, Demokratie, Pluralismus, das waren und müssen immer unsere Pfeiler sein für unsere Vision für ein gemeinsames Europa. Wir müssen wachsen aufgrund der Einsichten in eine schreckliche Vergangenheit, die Terror brachte über unseren Kontinent, einen Kontinent, eine Nation, die ihre Vergangenheit vergisst, hat keine Zukunft. Thank you. So we have two. Wir haben zwei blaue Karten. Nur eine, Herr Forman. Akzeptieren Sie die blaue Karte von Kollegin Forman? Nein, ich akzeptiere nicht blaue Karten von Personen, die nicht an diese Plattform als eine Menschenrechtsplattform glauben. Dear colleagues, please. Liebe Kollegen, bitte. Es ist das Recht der Rednerin, eine blaue Karte zu akzeptieren oder auch nicht zu akzeptieren. Das ist das Recht der Rednerin. Entschuldigung, wir fahren fort in der Debatte. Wir kommen in der Aussprache zur Kollegin Bilbao Barandica für die Renew. Eine Minute. Gracias, Presidenta. Danke, Frau Präsidentin. Sie sind die Opfer des Attentats in Halle. 40-jährige Frau, die die Popmusik genoss. Er, ein junger 20-jähriger Maler. Ihr Leben wurde ausgemerzt durch einen hasserfüllten Terroristen. Es ist ein Nährboden, der zu diesen Handlungen führt. Man muss das Wieso verurteilen. Antisemitismus, aber auch das Wie. Das Wer, das sind die Unverantwortlichen, die Wählerstimmen gewinnen wollen, indem sie auf andere hinweisen, die anders sind. Das muss man untersuchen. Aber wir müssen auch sagen, dass dieser Rechtsextremismus antisemitisch war. Das sind zum Beispiel die Prediger, die nie zuhören, nur reden. Also deswegen Dialog, Reden, Empathie. Es gibt nichts anderes, was uns weiterbringen wird. Wir müssen dafür sorgen, dass Kevin, Mohammed, Salom, alle von uns beschützt werden. In der Aussprache folgt Herr Kollege Majid. 2 Minuten für die Grünen. Friends. Freunde, Assalamu alaikum. Ich möchte zunächst auch meine tiefen Bundesbeileid ausdrücken und meine Solidarität zum Ausdruck bringen gegenüber der jüdischen Gemeinschaft, vor allem gegenüber jenen, die angegriffen wurden bei diesem grausamen, blutrünstigen Terroranschlag in Halle. Es macht mich ärgerlich, wütend, mehr als wütend, weil wir heute wieder hier sitzen. Wütend, weil wir nochmals wütend sein müssen. Wie lange müssen die religiösen Minderheiten noch in die gleichgültigen Gesichter Europas schreien, Stopp schreien? Hören wir auf, die Rechte zu normalisieren und zu unterhalten. Wir dürfen uns nicht weiter von Wahlmuster beeinflussen lassen, wenn wir Rassen, ethnische, religiöse Minderheiten degradieren, um tödliche Grenzen zu rechtfertigen oder auch militärische Interventionen, dann gefährden wir unsere Leben und die unserer aller Mitbürger. Ganz einfach. Ein religiöser Angriff auf unsere Brüder und Schwestern, Juden und Moslems, ist eine Attacke auf alle von uns. Und das muss man der toxischen Teile der europäischen Presse sagen, den inaktiven, gleichgültigen Politikern. Und in einem gerechten Wert würden sie mit angeklagt werden aufgrund von Hassverbrechen. Wollen wir unsere Brüder und Schwestern, Juden und Moslems und auch alle anderen religiösen Gemeinschaften schützen auf der Straße, in Gebet, in jeder Stadt, in jedem Dorf, in jeder Kleinstadt in Europa und unserem Kontinent. Folgt Frau Kollegin Seccardi, 1 Minute. Grazie, danke, Frau Vorsitzende. Der Täter von Halle wurde zu Recht als Verrückter definiert. Aber es ist eine Tatsache leider, dass diese Aversion gegenüber dem Staat Israel immer stärker zu spüren ist. Nur vor wenigen Monaten waren wir hier in Straßburg und es wurde hier verboten, dass im Stadion die israelischen Fahnen gehisst werden. In Italien ist es öfters passiert, dass bei den Feiern vom 25. April die Linke den Brigaden, den israelischen Brigaden verboten haben, teilzunehmen im Namen des Hasses gegen Israel. Es werden nicht mehr die Attentate gezählt,
erzählt und die Attacken islamischer Natur im Namen des Antisemitismus. Antisemitismus hat unterschiedliche Wurzeln, aber es ist immer verurteilenswert. Wir sind wirklich müde dieses Fanatismus. Wir müssen vielleicht wirklich vom Staat Israel lernen. Obwohl sie seit langem mit dem Terrorismus leben, haben sie niemals ihren Kopf gesenkt und niemals verzichtet auf die eigenen Wurzeln und auf das eigene Wertesystem, wie Europa es zu oft getan hat. Der Terrorismus muss jeden Tag bekämpft werden, mit jedem Mittel, wie das Israel uns eben lehrt. Danke. In der Aussprache folgt Frau Kollegin Tomasic. Eine Minute. Vielen Dank. Gewalt mit religiösem oder politischem Hintergrund ist in Europa nichts Neues, aber wir sollten uns darüber Sorgen machen, dass die Ziele immer häufiger die sind, die abweichende politische oder religiöse Meinungen haben oder auch schwache soziale Gruppen. Es herrscht ein Gefühl großer Frustriertheit, das vorgedrungen ist in viele Schichten der europäischen Gesellschaft. Dies manifestiert sich in sehr, sehr vielen Formen. Der Anschlag in Halle ist ein weiteres Mahnmal dafür, dass Hassrede und Hasstaten überall vorhanden sind, auf allen Seiten des politischen Spektrums, zum Beispiel Gotteshäuser. Und Angriffe auf sie sind haben sich sehr weit ausgebreitet in bestimmten Mitgliedstaaten. Man zielt nicht mehr nur auf religiöse Minderheiten ab. Die Täter sind nicht mehr nur rechtsextremistische Täter, zum Beispiel. Es gibt auch linksextremistische Täter, die vorgehen gegen die katholische Kirche. Darüber sollten wir auch in diesem Hause offen reden. Ein Verbrechen ist ein Verbrechen. Ein Krimineller ist ein Krimineller, unabhängig von Farbe oder Nation oder Glauben. Es folgt in der Aussprache Herr Kollege Kisiljurek. Eine Minute. Frau Präsidentin, unfortunately, I cannot speak my mother tongue Turkish in this house. Leider kann ich hier kein Türkisch sprechen, obwohl es eine der offiziellen Sprachen in Zypern ist, aus ein Land, aus dem ich komme. Ich werde Deutsch weiterreden und am Ende Griechisch. Es gibt keinen Rechtsradikalismus ohne Nationalismus. Und Nationalismus heißt Gewalt. Die Gründungsväter von der EU wussten das ganz genau. Deswegen wollten den Nationalismus überwinden und eine nachnationale Einigung zustande bringen. Aber leider heute sehen wir überall in Europa nationalistische Tendenzen und nationalstaatlicher Egoismus. Lass uns auch im Klaren sein. Die rechtsradikale Gewalt ist hauptsächlich männliche Gewalt, die die Frauen, Homosexuellen, die Juden, die Muslime, die Flüchtlinge zum Ziel hat. Um Rechtsradikalismus zu bekämpfen, wir brauchen eine neue Definition von Wir. Wir müssen den europäischen, pluralen, demokratischen Wir verstärken, gegen den nationalen Wir, auf den Rechtsradikalismus sich beruht und versucht, Homogenität herzustellen und Pluralität und Vielfalt beseitigen, nämlich alles, was die EU sein soll. Herr Meine Kollege, letzte Worte werde ich die auch Redezeit sagen. Ist abgelaufen. Kommen Sie zum Schluss. Wir müssen deswegen ein gemeinsames europäisches Verständnis entwickeln. Als nächstes in der Aussprache folgt Herr Kollege Radozowski. Eine Minute. Rechtsradikaler Extremismus, das ist das Schlimmste, was der Mensch geschaffen hat. Ich muss objektiv sein. Unsere westlichen Freunde, also historisch betrachtet, sind die Gründer der Ideologie des rechtsextremen Radikalismus, Faschismus, Antisemitismus, Rassismus, zwei Weltkriege, Kolonialismus, Kernwaffen und Konzentrationslager. Die slawischen Länder, auch die Slowaken, waren niemals die Ursache, die Gründer derartiger Ideologien. Wir haben immer dagegen gekämpft. Wenn Europa nicht eine reine Gesellschaft slawischer
Länder in die Mitte Europas akzeptieren und wenn nicht Europa von Vladivostok bis zum anderen Extrem Europas geeinigt wird, da werden nicht einmal die strengsten, stringentesten Maßnahmen von Bedeutung sein. Wir waren wirklich die Gerechtesten unter den Nationen. Kollegen Schulze, 1:30. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Vertreter der Kommission, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Dass wir heute hier über Halle sprechen, und Halle liegt in Sachsen-Anhalt, in Deutschland, das ist mein Wahlkreis, das ist meine Heimat, das macht mich heute sehr bedrückt. Ich bin seit mehr als 5 Jahren hier Mitglied im Europäischen Parlament. Ich habe immer für meine Heimat gekämpft hier auf europäischer Ebene. Ich hätte mir aber gewünscht, dass wir eine solche Debatte niemals hätten führen müssen. Und ich möchte mich bedanken bei all den Kollegen, die vor knapp 2 Wochen an dieser Schweigeminute im Parlament in Brüssel teilgenommen haben und ihre Anteilnahme gezeigt haben. Das hat auch den Menschen in meiner Heimat entsprechend Wirkung gezeigt und es hat die Menschen sehr beeindruckt. Wir haben in Deutschland viele, viele tausende Extremisten, Rechtsextremisten, Linksextremisten. Viele davon sind den Behörden auch bekannt. Dieser Täter war es nicht. Das ist ein Täter, den die Behörden vorher nicht kannten. Und wir haben auch etwas in Deutschland, das muss man auch sagen, es gehört auch zur Wahrheit. Wir haben im Bundestag, aber auch in vielen Landesparlamenten einen Einzug eines Sprachgebrauchs erhalten, den ich nicht für möglich gehalten hätte. Wir erleben NS-Sprachgebrauch in deutschen Parlamenten. Und diese Menschen, diese Volksvertreter, wie sie sich nennen, die machen sich juristisch nicht schuldig. Die bieten aber den Nährboden für das, was auch in Halle passiert ist. Aus Worte werden Taten. Sehr geehrte Damen und Herren, wir müssen hier zusammenhalten, wir müssen hier zusammenstehen und wir dürfen solchen Menschen keine Bühne bitten. Vielen Dank. Es folgt in der Aussprache Frau Kollegin Raffaella. 1 Minute. Dear Commissioner and dear member. Lieber Herr Kommissar, liebe Mitglieder, ja, wir trauern mit den Opfern und ihren Angehörigen. Auf der ganzen Welt bedroht der rechtsextreme Terrorismus Gruppen in unserer Gesellschaft. Christchurch zum Beispiel, Halle. Und es sind immer Menschen, die glauben, sie sind überlegen aufgrund von Rasse, Geschlecht oder ihres Glaubensbekenntnisses. Wir wissen alles, was dieses Denken nach sich zieht. Internetplattformen rechter Natur machen es leichter, diesen Hass und diese hassvolle Weltanschauung zu nähern. Die sozialen Medien sind die Waffe, die sie nutzen, um ihre schrecklichen Ideen zu verbreiten. Wir müssen also Offenheit und Kooperation einfordern seitens der sozialen Medienplattformen und der Tech-Unternehmen. Alle müssen offen sein, damit wir verstehen können, was zu dieser Verbreitung der Informationen führt, die Terroristen nutzen. Ich fordere die Kommission auf, die großen Tech-Unternehmen und Internetplattformen dazu zu bringen, diese Informationen preiszugeben und für Transparenz zu sorgen. Herr Kollege Franz, 2 Minuten. Danke, Frau Präsidentin. Dieser antisemitische Angriff in Halle ist nur der letzte Vorfall dieser rassistischen Entwicklung in Europa. Auf Sinti in Deutschland und Italien werden Brandanschläge verübt, Roma werden gezielt ermordet. Alle Minderheiten sind Hass und Hetze ausgesetzt. Wir haben diese Hetzer und Brandstifter auch hier im Parlament bei uns sitzen. Eure platten Parolen, euer dumpfer Rassismus bereitet den Grund für die politische Gewalt gegen Minderheiten auf unserem Kontinent. Eure völkischen Fantasien dienen als Trugbild, das von echten sozialen Problemen ablenkt, für die ihr keine Lösungen anzubieten habt. Ihr könnt nur eins: spalten, hetzen, hetzen und hetzen. Liebe Freundinnen und Freunde, die Art und Weise, in welcher wir die verwundbarsten Mitglieder unserer Gesellschaft beschützen, ist Gradmesser für unsere Demokratie. Antisemitismus und Antiziganismus haben keinen Platz bei uns. Kevin S. und Jana L. sollen nicht umsonst gestorben sein. Wir müssen rechte Netzwerke europaweit entschlossen verfolgen. Wir müssen Zivilgesellschaft in ihrer Arbeit gegen rechten Hass stärker unterstützen. Danke. In der Aussprache folgt Herr Kollege Fest. 1 Minute.
Ja, danke. Der Rechtsterrorismus in Deutschland ist eine Gefahr. Nur wissen wir leider nicht, wie groß diese Gefahr ist und wo die Quelle liegt. Sicher ist, der deutsche Verfassungsschutz war maßgeblich in die 9 Morde der Mördertruppe NSU involviert. Und zwar in einer Weise, dass es die Regierung Merkel für richtig hielt, die Akten für 150 Jahre zu sperren. 150 Jahre, das gab es noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik, aber die Regierung wird ihre Gründe haben. Der gleiche Mann des Verfassungsschutzes, der die Schlüsselrolle bei den NSU-Morden spielt, taucht auch im Mordfall am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke auf. Er hatte Kontakt zum Täter, auch das sicherlich kein Zufall. Und ein Verbotsverfahren gegen die rechtsextreme Partei NPD wurde vom Bundesverfassungsgericht beendet, weil selbst die Richter den Überblick verloren, wer nun eigentlich wirkliches Parteimitglied ist und wer Agent Provokateur des Verfassungsschutzes. Es ist im Übrigen der gleiche Verfassungsschutz, der seine schützende Hand über den islamistischen Attentäter Anis Amri von Berlin hielt und die Aufklärung dieses Falles gerade massiv behindert. Man sollte den Rechtsextremismus nicht unterschätzen, aber dass er vom Verfassungsschutz instrumentalisiert wird, dass der Verfassungsschutz Teil dieses Rechtsextremismus ist, steht außer Frage. Vielen Dank. Wir kommen in der Aussprache zu Frau Kollegin Scheibi. Eine Minute. Alors tout d'abord, j'aimerais adresser. Ja, zunächst einmal gehen meine Gedanken an die Opfer des Attentates von Halle und ich möchte den Angehörigen mein umfangreiches Beiland aussprechen. In Frankreich sehen wir, dass die extreme Rechte, die von Hass motiviert ist, Hassrede verbreitet. Ein Abgeordneter des französischen Parlaments hat erst vor kurzem, vor ein paar Tagen, einen Muslim angegriffen, der eine muslimische Frau angegriffen, einfach weil sie einen Schleier trug. Die Banalisierung dieser Fakten macht sprachlos. Das wird auch aufrechterhalten durch die Programmierung eines Fernsehkanals mit großer Senderquote von Amic Seymour, der trotzdem wegen Provokation zu Rassenhass verurteilt worden ist. Ich bin hier ganz zur Linken des Parlaments. Ich sehe diejenigen, die auf der rechten Seite dieses Parlaments sitzen, sehr gut. Sie sitzen mir genau gegenüber. Sie sind zahlreich. Trotzdem sollte ihre Präsenz nicht banalisiert werden. Man darf nicht zulassen, dass sie ihr Geistesgut verbreiten. Ihrem Willen zum Hass müssen wir unserem Willen zum Zusammenleben entgegensetzen. Nur so können wir sicherstellen, dass solche Anschläge wie in Halle sich nicht wiederholen. Schön. Es folgt in der Aussprache Frau Kollegin Dupont. 2 Minuten. Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrter Herr Kommissar. Am 9. Oktober, vor wenigen Tagen also, kam es zu einem blutigen Anschlag in Halle, bei dem, wie wir heute schon mehrfach gehört haben, 2 Menschen getötet und 2 schwer verletzt geworden sind. Zynisch und zielgerichtet hat sich der Täter den höchsten Feiertag des Judentums, den Yom Kippur, ausgesucht und geplant, an diesem Tag ein Massaker anzurichten. In Deutschland haben antisemitisch motivierte Straftaten im Jahr 2018 im Vergleich zum Vorjahr um knapp 14% zugenommen. Sie beginnen mit verbalen Anfeindungen und sie enden offensichtlich auch bei Mord. Rechtsextreme finden immer mehr Wege und Plattformen, auch abseits des Internets, sich zu verbinden und ihre antidemokratische Gesinnung offen zur Schau zu stellen. Es gibt augenscheinlich immer mehr Menschen, die ihre Identität darüber definieren, andere herabzuwürdigen und auszuschließen. Sie fallen auf durch verbale Entgleisung und legen damit den Nährboden für tätliche Angriffe bis hin zu den Anschlägen. 9 von 10 europäischen Juden haben das Gefühl, dass der Antisemitismus in ihrem Heimatland zugenommen hat. Das ist nicht nur Anlass zur Sorge, das ist vor allen Dingen auch Anlass zum Handeln. Präventionsmaßnahmen sind wichtig, aber sie reichen offensichtlich nicht mehr aus. Wir dürfen keine Toleranz gegenüber denjenigen zeigen, die mit Hass und Hetze argumentieren und sich gegen unsere freiheitliche demokratische Grundordnung stellen. Ich danke daher den Kollegen heute Abend hier im Haus, dass wir diese wichtige Debatte geführt haben. Und ich hoffe und ich baue darauf, dass wir gemeinsam gegen Hass und Hetze, gegen Aufwiegelung und Angriffe stehen. Danke. Dankeschön. Wir fahren fort in der Aussprache mit Herrn Kollegen Breyer. 2 Minuten. Frau Präsidentin. Aus Hass gegen bestimmte Menschengruppen und Minderheiten heraus sind mehrfach Menschen ermordet worden. Gegen Hass und Hetze müssen alle Menschen zusammenstehen und gemeinsam dagegenhalten, statt jetzt Gamer oder Internetnutzer unter einen Generalverdacht zu stellen. Die Antwort der Politik auf solche Taten muss mehr Demokratie und Bürgerbeteiligung, eine offenere Gesellschaft und mehr Menschlichkeit sein, statt jetzt lange
vorbereitete Überwachungspläne oder Anonymitätsverbote aus der Schublade zu holen, die den Attentäter von Halle nicht im Ansatz hätten stoppen können. Wir müssen endlich investieren in die dauerhafte Finanzierung von zivilgesellschaftlicher Arbeit gegen Menschenfeindlichkeit, in Interventionsprogramme zur Deradikalisierung im Netz, in die konsequente Verfolgung von Hasskriminalität online wie offline, anstatt unsere Mittel für flächendeckende Massenüberwachungsprogramme oder Vorratsdatenspeicherung zu verschwenden. Wir dürfen auch beim Vorgehen gegen Gewalt niemals unsere Werte aufgeben, sonst haben die Terroristen gewonnen. Vielen Dank. Es folgt in der Aussprache Frau Kollegin Sardone. Eine Minute. Wir stehen sicher alle dieser hebräischen Gemeinschaft nahe aufgrund dieses Ereignisses, das absolut zu verurteilen ist. Und wir sind gegen jede Art von Gewalt rassistischer oder religiöser Motivation. Und deshalb frage ich mich gerade, wie kann Europa einfach nur schweigen, was anderes solche Vorfälle dieser Woche betrifft? Anfang Oktober hat in Paris ein Mann drei Polizisten und einen Beamten mit einem Messer umgebracht. Es wird wegen Terrorismus hier untersucht. In Manchester dasselbe. Ein Mann hat fünf Menschen erstochen in einem Handelszentrum. Auch hier wird wegen Terrorismus ermittelt. In Mailand gab es Mitte September einen Migranten, der jemanden angegriffen hat. Und wieso sprechen wir nicht auch gegen diesen anderen Episoden von Antisemitismus in Frankreich? Wieso sprechen wir nicht vom Terrorismusproblem und vom Terrorismus, islamischen Terrorismus in vielen Städten und von den Ghettos? Warum sprechen wir nicht von den Problemen der IS-Terroristen, auch aufgrund der Intervention der Türkei in Syrien? Also auch das muss Europa sich vornehmen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. You provoked the blue card. Would you accept the blue card? Nehmen Sie die blaue Karte an. Please, 30 seconds. 30 Sekunden. Děkuji za udělení slova, děkuji za přijmutí mé modré karty. Já jsem... Vielen Dank für das Wort. Je obětem pravicového extremismu, to znamená především židovské komunitě, pokud ve vašem... Ja. Wir haben hier diesen Angriff gegen die hebräische Gemeinschaft. Ja, vielleicht muss man dann auch andere Extremismen behandeln. Wie haben Sie Ihr Beileid zum Ausdruck gebracht? 30 Sekunden für die Antwort. Please use your mic. Cannot translate. Mikrofon bitte. Ja, politische Kultur, ich glaube, weniger als Worte ist es wichtig, die Tatsachen der einzelnen Personen zu beurteilen. Und deshalb unterscheide ich nicht, wenn wir von Terrorismus sprechen. Der Terrorismus hat keine Farbe und ich will aber, dass Europa nicht aufhört, einfach nur zu sprechen, dass Europa jetzt anfängt zu handeln. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, damit kommen wir zu den spontanen Wortmeldungen. Ich werde für die spontanen Wortmeldungen keine Zwischenfragen zulassen, damit wir möglichst viele der Kolleginnen und Kollegen die Gelegenheit geben können, noch das Wort zu ergreifen. Und wir fahren fort in der Aussprache mit Frau Kollegin Adamovic. Eine Minute. Szanowna Pani Przewodnicząca, nie... Frau Präsidentin, was vor kurzem in Halle passiert ist, hat uns einmal mehr vor Augen geführt, wie gravierend die Situation ist. Das hat uns alle erschüttert. Das zeigt, dass unsere Gesellschaft durch Feindseligkeit verstört ist. Diese feindselige Rhetorik hat mich gerade dazu gebracht, mich politisch und sozial zu engagieren. Es handelt sich nicht nur um Antisemitismus, Rassismus, Terrorismus oder Homophobie. Es geht um unsere Demokratie. Wir müssen unsere Grenzen ziehen zwischen Meinungsfreiheit und Hassparolen. Als Gesetzgeber müssen wir uns ambitiöse Ziele setzen bei der Bekämpfung von Hassrede online und offline.
Wir müssen auch prüfen, welches die Konsequenzen dieser Rhetorik sind für die Gesellschaft. Ich möchte all dies betonen, ausgehend von meiner eigenen persönlichen Erfahrung. Wir sind alle verantwortlich. Wir dürfen uns diese Verantwortung nicht gegenseitig zuschieben. Jeder von uns trägt seine Verantwortung. Natürlich können wir Mauern hochziehen, die Polizei rufen, können sagen, die Polizei hat ihre Aufgabe nicht getan. Wir können natürlich auch um Gotteshäuser und Synagogen Mauern hochziehen. Mit Frau Kollegin González. Eine Minute. Ja, danke. Der gewalttätige Rechtsextremismus angesichts dessen, was im Oktober in Halle passiert ist, ja, erinnert uns daran, egal ob es die Juden, die Moslems, die LGBTI, die Migranten oder andere Gruppen, Flüchtlinge, diejenigen, die unter Hassreden leiden. Aber es hat wenig Sinn, hier hehre Reden zu halten zu den europäischen Werten, wenn in unseren regionalen Parlamenten, in unseren Mitgliedstaaten wir mit den rechten Parteien zusammenarbeiten, die aus Hassreden ihre Ideologie machen. Diejenigen, die hier große Reden schwingen, arbeiten dann trotzdem in ihrer politischen Agenda mit ihnen zusammen. Wir müssen Europa aufbauen, indem wir den Gebietskörperschaften, den Regionen über das Kohäsionsfonds, über Regionalfonds helfen, Hassreden zu bekämpfen. Wir sollten Europa, das friedliche Zusammenleben, verteidigen. Sonst werden wir uns dafür schuldig machen, dass wir nicht das Mögliche getan haben. Schön, wir fahren fort in der Aussprache mit Herrn Kollegen Ferreira. Eine Minute, bitte. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Gewalttätiger Rechtsextremismus muss unermüdlich bekämpft werden. Aber vor dem Hintergrund, dass dieser Extremismus Teil eines laufenden Prozesses ist, wo die extreme Rechte und faschistische Kräfte Neulinge rekrutieren, da gibt es Ursachen, da gibt es Verantwortliche. Das ist unabdingbar verknüpft mit der Sozialpolitik, der Arbeitspolitik, zum Beispiel das große Kapital, das Ungerechtigkeit verursacht, soziale Ungerechtigkeit. Und es gibt zum Beispiel auch die Politiken, für die sich die Europäische Union einsetzt, die gleiche Europäische Union, die sich auf ein gefährliches Projekt des historischen Revisionismus eingelassen hat, um den Faschismus weiß zu waschen. Und damit werden die Verbrechen des Faschismus minimisiert. Es werden Opfer hilflos gemacht und die Rolle der Kommunisten und anderer Demokraten im Kampf für die Freiheit wird banalisiert. Überhaupt keine Toleranz gegenüber einer Ideologie, die versucht, die Geschichte zu fälschen. Danke. Dankeschön. Und wir fahren fort mit Herrn Kollegen Uhrig. Eine Minute. Vážený pán komisár, samozrejme všetky formy extrémizmu treba odsúdiť a pokiaľ niekto strieľa. Ja, alle Arten des Extremismus müssen verurteilt werden. Wenn jemand auf Familien mit Kindern schießt, dann muss das eine verrückte Person sein. Aber wieso sprechen wir nur über den rechtsextremen Terrorismus? Es gäbe noch keine anderen Formen von Extremismus. Wieso sprechen wir nicht über Dschihadis oder den islamischen Extremismus? Hier wird auch in Europa Verbrechen begangen, terroristische Anschläge im Namen von Allah Akbar. Und auch die Polizei ist oft betroffen. Also warum sprechen wir nicht über diesen Extremismus oder über solche Bewegungen, die unsere Kollegen angreifen? Auch in Slowakei wurde letzte Woche eine junge Bloggerin angegriffen, weil sie mit der Meinung nicht einverstanden waren. Kollegen Polčák, eine Minute. Děkuji, pane předsedkyně, za udělení slova. Já chci vyjádřit svůj. Danke, Frau Präsidentin. Ich möchte
mein Mitgefühl den Opfern von Halle aussprechen. Opfer von Rechtsextremisten, das ist ein großes Problem in Europa. Und es ist egal, ob es jetzt rechter oder linker Extremismus ist. Wir haben ja die verbindliche Menschenrechtscharta. Darin wird die Religionsfreiheit garantiert. Wir sollten sehen, wie das funktioniert. Einige jüdische Gruppen haben Angst davor zu sagen, dass sie Juden sind. Zum Beispiel in Frankreich. Viele Jugendliche heute wissen gar nicht, was der Holocaust war. Es gibt Menschen, die behaupten, dass es gar nicht den Holocaust gegeben hat. Und sie sagen das überall in Europa völlig unannehmbar. Abgeordneten beschließt Herr Kollege Patten. Thank you, Chair. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Wie jeder in diesem Haus bin auch ich bestürzt über die Morde in Halle und woanders. Und auch ich möchte den Angehörigen mein tiefstes Beileid aussprechen. Aber ich möchte das Europäische Parlament daran erinnern, dass vor einem Monat wir genau an diesem Ort über Gedenken sprachen, darüber eine gemeinsame historische Rhetorik zu schaffen. Und Herr Fest, der dort sitzt, erinnerte uns daran, dass einige wohl den Holocaust vergessen haben und hat vorgeschlagen, einen Änderungsantrag zu stellen. Trotz Unterstützung von dieser Seite und vieler anderer Abgeordnete haben viele Linksfraktionen diesen Änderungsantrag abgelehnt. Er kam nicht durch. Welches Signal senden wir damit, wenn das Parlament Europas höchst selbst dem Gedenken an den Holocaust seinen Rücken zuwendet? Es reicht nicht aus, dass wir reden. Wir müssen sicherstellen, dass unsere Überzeugungen und Taten in diesem Hause auch zählen. Danke. Dankeschön. Und zum Abschluss unserer Aussprache hat das Wort Herr Kommissar Thiem. Bitte schön. Frau Präsidentin, Abgeordnete, vielen Dank für die Beiträge zu dieser Aussprache, die sehr wichtig ist. Wir müssen die Dinge behandeln, die wir heute gehört haben. Es hat andere Gelegenheiten gegeben, wo wir diskutiert haben über Antisemitismus. Und zweifellos verschreibt sich die Kommission dieses Problem anzugehen. Meine Kollegen Timmermans, Jourova, und es kann kein Zweifel daran bestehen, die neue Kommission wird hier weitermachen, die Bemühungen im Kampf gegen Antisemitismus weiterzuführen. Wenn Xenophobie, Antisemitismus, Nationalismus nicht angegangen wird, das ist schrecklich, denn das widerspricht unseren gemeinsamen Werten grundlegend. Zugleich müssen wir unsere Bemühungen fortsetzen, um gegen gewaltsamen Extremismus zu kämpfen. Wie eingangs gesagt, und ich sage es am Ende noch einmal, das ist gewaltsamer Extremismus, egal was die Ursache, die Quelle ist, sei es rechtsextremer, linksextremer, gewaltsamer Extremismus oder dschihadistischer Extremismus. Ich mache hier keinerlei Unterscheidung. Wir müssen unsere Bemühungen dem Kampf mit dem Extremismus widmen. Wir haben davon gesprochen, dass wir uns auf die Prävention konzentrieren müssen. Wir müssen gegen die Radikalisierung kämpfen, die zu solchem Hass und Gewalt führen können. Und das muss durch Bildung geschehen und auch durch unsere aktive Interaktion mit der Zivilgesellschaft, mit lokalen Regierungen, Lehrern oder auch Polizei und Bewährungshelfern, all jenen, die an erster Stelle stehen in diesem Kampf. Wir müssen als Teil dieser Bemühungen mit den sozialen Medien und den Plattformen arbeiten. Ob es uns gefällt oder nicht, das ist das wichtige Vehikel, der Vektor, wo so viel dieser Hassinformationen und dieser illegalen Inhalte verbreitet werden. Nicht, dass ich ein Problem habe mit den sozialen Medien und den Plattformen. Sie werden vielmehr missbraucht, um diese Hass zu verbreiten und diese illegalen Inhalte zu verbreiten. Wir müssen aber mit ihnen zusammenarbeiten. Die
der extreme Angriff in Halle, über den wir gesprochen haben, wurde mit Kommentaren auf Englisch begangen. Es war ausgelegt, diese Botschaft über all unsere Länder auszusenden, vielleicht darüber hinaus, eine Botschaft von Gewalt und Hass. Die Lektion, die wir gelernt haben nach Christchurch, die wir umgesetzt haben, ja, das hat jemand in der Aussprache auch gesagt. Erst eine halbe Stunde nach diesem Livestreaming, schon eine halbe Stunde nach dem Livestreaming wurde es aus dem Netz genommen. Das heißt, das wurde angesehen durch eine relativ kleine Anzahl an Menschen. Aber das heißt nicht, dass es nicht verbreitet werden können. Auf unterschiedliche Kanäle wird es verbreitet, soziale Netzwerke, Foren. Es ist eben immer noch möglich, den Inhalt zu sehen. Und ebenso kann man den Inhalt von anderen Angriffen, wie zum Beispiel Christchurch, immer noch sehen. Deshalb müssen wir effektivere Möglichkeiten finden, um mit den sozialen Medienplattformen zu arbeiten, damit solche Inhalte eliminiert werden. Denn diese Inhalte vergiften die Köpfe der Menschen. Und ich möchte, dass Sie glauben, dass unsere Stärke unsere Werte sind. Wir müssen uns daran erinnern, wofür wir stehen, wenn wir diesen Kampf aufnehmen gegen Extremismus, gegen Hass und gegen Gewalt. Das wird uns helfen. Diese Werte werden uns unterstützen in diesem Kampf. Vielen herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kommissar. Ich schließe damit die Aussprache zu diesem Tagesordnungspunkt und wir fahren fort mit dem nächsten Punkt der Tagesordnung, die Erklärung der Kommission zur Kriminalisierung der Sexualerziehung in Polen. Herr Kommissar, Sie sind heute sehr gefragt. Sie haben das Wort. Please. It's the next point on the agenda. Okay? I'm just looking at the